Guten Morgen YouTube, willkommen zu Skyrim Dawnguard. Ja, heute, ja, da gehen wir den Vampiren auf die Fersen, genau. Und wir stehen auch hier direkt, drück mal M hier auf die Karte, hier direkt bei den Quest für finde heraus, wonach die Vampire suchen, in der Trübhöhlengruft. Ja, wer sich jetzt denkt, warum machst du nicht die Anfangsgespräche direkt bei Dawnguard? Kennt man doch schon, muss man nicht wirklich gehört haben. Da war echt nichts Spezielles, echt sehr schade. Man wird direkt aufgenommen. Ja, du siehst ganz nett aus, komm, machst du mit. Kennt man wahrscheinlich aus anderen Videos schon zu Genüge, fand ich sehr. Fand's nicht spannend. Diese Wächter wissen nie, wann sie aufgeben müssen. Ich dachte, wir hätten ihnen an ihrer Halle eine Lektion erteilt. Alleine hierher zu kommen, ein Dummkopf, so wie all die anderen. Aber er hat gut gekämpft. Doch Jeron und Bresoth waren ihm nicht gewachsen. Die beiden haben bekommen, was sie verdient haben. Ihre Arroganz wurde unerträglich. Das ganze Gerede macht mich ganz durstig. Vielleicht kommt bald schon ein weiterer Wächter. Ja. Bin schon da. Finish him. So. Ja, die haben uns ja richtig freundlich begrüßt. Das ist wunderbar. Sehr freundlich. So. Und das Tor ist offen. Ja, wie man sieht, ich spiele kein Mensch, ich spiele Argonia. Genug Mensch gespielt in Oblivion. Beziehungsweise in Nord. Dann wollte ich mal was anderes zocken als immer Mensch. So, also. Okay. Oh. Zaubertrank, sag mal. Oh, Geld. Hallo. Das bin ich, der Hausmeister. Ui. Schöne Höhle. Ein Hebel. So noch eine Leiche. Was hat denn der? Ja, Gold. Brauchen wir immer. Da haben wir nix. Nur mir. Neuer Schlafplatz. Huhu. Ich bin doch schon da. Ja, ja, macht's euch nur gemütlich. Scheißtüllen. Wer das nicht kennt, das ist von den Vampiren jetzt. Das ist Lebensentzug. Das ist ziemlich nervig. So. Ist man hier? Ah, okay. Hallo. Leg dich doch wieder schlafen, hm? Ey, lass die Toten ruhen. Immer diese sinnlose Gewalt. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt ist euer Blut mir. Nein, es gehört immer noch mir. Ah. Okay, ist tot. Ah, ihr wiederholt euch. Ich wusste doch, dass ich sterbliches Glück hatte. Das machen sich noch unsichtbar. Ah. Wow, wow. Ach, dafür hab ich auch hier. So. Ich bin hier. Okay.
erkläre dann auch später natürlich noch ein paar Sachen zum, was ist hier? So noch, ein paar Sachen zum, zum Spiel, die wegen Downguard sind. Seid ihr und, sicher, dass das eine weise Entscheidung war, Lokiel? Er hätte uns vielleicht noch etwas sagen können. Wir selbst sind noch keinen einzigen Schritt weiter. Er wusste nichts. Er hat seinen Zweck erfüllt, indem er uns hierher geführt hat. Nun liegt es an uns, Harkon den Preis zu bringen. Und wir werden nicht mit leeren Händen zurückkehren. Vingalmo und Ordjolf werden vor mir niederfallen. Ja, natürlich, Lokiel. Vergesst nicht, wer euch von der Entdeckung der Wächter erzählt hat. Ich vergesse niemals, wer meine Freunde sind. Oder meine Feinde. Ach, wirklich? Ja, also, sagen wir doch mal guten Tag. Oh Gott, er ist tot. Anakin. Nur nicht mal mit. Geld. Ja, klar. Der ist schon tot. Kopfzehr ist dir gar nicht gewährt. Voll in die Fresse. Neue Stufe. Na gut, das kann ich ja später skillen. Und Söderle. Also es gibt eine Mini-Quest. Boah, der ist so schwer. Gelogen. Ja, war der so, glaube ich, ja? Genau. Der war hier. Achso, Opa. Muss doch. Der war ganz hinten, glaube ich, ja. Ne? War der doch vorne. Okay. Okay, doch hinten. Hallo. Guten Morgen, junge Frau. Oh, wo ist... Wer schickt euch hier? Ich selber. Ich hatte wenigstens jemanden wie mich erwartet. Ein... Merkt ihr es nicht schon, wenn ihr mich ansieht? Ein Vampir. Ich dachte, das wären Augenlinsen. Das ist kompliziert. Und ich weiß nicht genau, ob ich euch vertrauen kann. Aber wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, helft mir zurück zum Anwesen meiner Familie zu gelangen. Guck dich nicht mehr an. Meine Familie wohnt auf einer Insel im Westen von Einsamkeit. Vermutlich wohnen sie da noch immer. Ach, übrigens, ich heiße Serana. Schön, euch kennenzulernen. Dieses Klischee. Eine einsame Burg auf einer einsamen Insel in der Nähe von Einsamkeit. Wie einsam ist es? Ich weiß es ebenso wenig wie ihr. Dieser Ort hat sich gegenüber damals, als ich weggeschlossen wurde, stark verändert. Ja, das ist sie. Und sie gehört mir. Das ist kompliziert. Ich kann wirklich nicht darüber sprechen. Es tut mir leid. Darüber möchte ich lieber nicht mit euch sprechen, wenn das in Ordnung ist. Tut mir leid, es ist nicht so, dass... Ich weiß einfach nicht, wem ich vertrauen kann. Lasst uns mein Zuhause aufsuchen, dann verstehe ich eher, wo wir alle stehen.
Okay. Jo, eben, ich. Das ist etwas, was mich stört. Sie erzählt gar nichts. Gar nichts, mein Gott. Statt mal ein paar Fragen zu beantworten, hier, wenn man der Retter ist. Nö. Ach, komm her, du dummes Vieh. Mich wieder verdrückt, ist ja egal. Hoppala. Tot, gut. Erstmal ein paar Kartoffeln. Zaubertrank gegen. Ah nein, ups, Krankheitsheilung, wollte ich nicht. Ja, dann setzen wir halt eben Magie ein. Dafür haben wir sie ja zufälligerweise. Uppala. Mein Schwert ist nicht unter den Favoriten. Voll der Loop, ey. Ah, hier ging's entlang. Wer jetzt echt ein paar Mal mitbekommen hat, irgendwie, man könnte jetzt, also man kann ja auf dem Pferd kämpfen mit dem Schwert. Habt ihr bestimmt mitbekommen? Irgendwo mal gehört oder so. Das ist nicht erst durch Dawnguard, das ist ein Patch vor Dawnguard, der jetzt zur gleichen Zeit wie Dawnguard rauskommt. Also ihr müsst nicht Dawnguard extra kaufen, nur wenn ihr jetzt vom Pferd kämpfen wollt, das ist ein Patch. So weiß ich es auf jeden Fall, wo ich mal nachgelesen hatte, dass es eben durch ein Patch ist und nicht durch, gut versteckt. Durch irgendwelche, durch ein DLC. Ist die Luft hier unten stickig? Mir ist etwas schwindelig, aber das kann auch daran liegen, dass ich gerade erst aufgewacht bin. Ja, das habe ich auch immer, wenn ich aufwache. Ich muss mal gucken. Hoffentlich kriege ich dieses Mal keinen Bug. Beim letzten Spiel, wo, also wo ich es allein gespielt hatte, so, hatte ich blöde Bugs. Da habe ich mich den Vampiren angeschlossen. Und, durch irgendwas, ich weiß nicht mehr warum, waren sie mit mir verfeindet, obwohl ich nicht die Hand gegen sie erhoben habe. Und es gibt eben leider noch einige Bugs in dem Spiel. Ein paar haben sie nur von Game One was gehört, sie auch Bugs irgendwie hatten. Ich hatte auf jeden Fall diesen Bug. Ja, kommt her. Verdammt nochmal, ihr seid Skelette, verdammt. Ihr habt ja nicht mal Eier. Was? Geht was? De. Geh schlafen. Du wurdest entwaffnet. Kein Problem. Jetzt. Der größte Witz, das finde ich mega lustig, am ganzen Spiel ist, ich bin, wenn man nach Einsamkeit reist, gibt es eine Festung der, Dunkelelfen, glaube ich, waren es. Und, das Coolste an der ganzen Geschichte ist, dort sind, die haben Gefangene, menschliche Gefangene. Es ist so schön, wieder zu atmen. Selbst bei diesem Wetter. Hab dich auch lieb, so. Auf jeden Fall, wir haben es nicht entdeckt. Ah, es ist ein altes Game hier. Ach, kein Problem. Ich kenne schon die Rätselslösung. Auf jeden Fall, wenn man dort die Person befreit im Gefängnis, nichts Besonderes, kommt die eine, die Frau, die Gefangene und guckt mich an und sagt so, was ist denn mit euren Augen los?
ne? Hält einen total. Ach, man konnte das ja gar nicht. Muss ich doch ein Stück weit laufen, stimmt ja dieser dumme Bug. Musste man, hat ja dann einen gesagt gehabt, ja, das sieht aus wie so ein, sieht eben komisch aus, ne? Was interessant ist, die hat einen schon für einen Vampir gehalten. Aber, das ist jetzt das Interessante, ich bin, nachdem ich den Bug hatte mit den Vampiren, eben, dass sie mit mir verfeindet waren, bin ich nach Dawnguard gegangen. Also wie ihr ja bestimmt wisst, sind das ja die neuen Wächter, also eben die Vampirjäger à la Helsing. Und ja, das ist komisch, ich bin zum obersten Boss gegangen, der hat mich nicht als Vampir erkannt. Und da habe ich dann auch gedacht gehabt, hey, der Typ ist Veteran, Elite, hat dann angeblich so viele Vampire getötet und macht es extra an die Dämmerwacht wieder auf, um Vampire zu jagen, aber er kennt mich nicht als Vampir, aber eben irgendeine eingesperrte alte Frau erkennt mich dann als Vampir. Und ich muss sagen, ich war ja dann schon zu dem Zeitpunkt nach der Frau Vampirlord, also ich bin die Quest dann angenommen, also ich bin zum Vampir geworden, bin also Vampirlord, habe auch meine Zähne, also diese, auch als Argonia kriegt man vorne so Zähne. Und dennoch hat er mich keineswegs erkannt als Vampir und das habe ich dann schon ziemlich arg komisch gefunden. Ich konnte gechillt nach Dawnguard gehen, also da hat mich keiner angegriffen. Das, ich weiß nicht, ob das auch Bug war oder ob das ist einfach blöd, oder? Ich meine, das sind Vampirjäger, man ist ein Vampir und ja, also da wundert mich nicht, dass die mal die Festung geschlossen haben, das bringt ja nichts. Wirklich doof. Jetzt kommen wir noch zum was Zweiten. Was ich noch unbedingt zeigen möchte, tut mir leid, wenn ich langlaufig, aber Skyrim ist ja auch so schön, das kann man sich mal reinziehen. Ich dachte, ich hätte Einsamkeit gehabt. Ich habe eben ein paar Mal neu angefangen, eben, weil ich irgendwas vermasselt hatte. Habe ich das Spiel komplett neu angefangen. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Darüber ja erst Level 12. Was ich sagen wollte, ist, hier kommen dann gleich zum Next. Bug. Wenn man mit der Frau jetzt noch ein bisschen mehr geredet hat, hätte man dann quasi erfahren, dass man quasi angeblich ein Schiff nehmen soll. Und so wie sie es dann betont hat, wenn ich es recht in Erinnerung habe, war es so, dass man sich ein Schiff in Einsamkeit nehmen sollte. Ich kann sie ja nochmal fragen, wenn sie... Also ich schwimme da hinten, ja, dauert kurz. Dass man sich ein Schiff in Einsamkeit nehmen sollte. Das habe ich so mitbekommen. Und wenn man da vorne das Schiff nimmt, man kann das Schiff nehmen, ich zeig's gleich, dann geht das nicht. Man kann das Schiff dorthin nehmen. Aber es klappt nicht ganz, wie es sein sollte. Zeig's dann gleich mal. Also falls ihr auch Dawnguard... Ja, hast halt Waren. Ja, jedenfalls ihr das Spiel auch noch, also Dawnguard jetzt auch noch spielen möchtet, damit ihr das hier nicht denselben Fehler macht, weil es wirklich ärgerlich. Es ist einfach Zeitvergeudung. Also. Drachen, die in den Lüften Feuer spucken. Vampire, die dreist die Leute auf der Straße angreifen. Das Ende der Welt ist gekommen, das sage ich euch. Tja, und Wachen, die einfach fremde Menschen irgendwas erzählen, was sie gar nicht wissen wollen. Also dieser Mann... Benötigt ihr ein Boot? Schiff mieten. Und jetzt könnt ihr... Die mit der verfallenen Burg? Wisst ihr nicht, dass der Ort verflucht ist? Selbst erfahrene Seeleute machen einen großen Bogen um diesen Ort. Ich bringe euch so weit ich kann, aber ich werde nicht auf euch warten. Und es kostet euch extra. Steigt ein, dann können wir aufbrechen. Jetzt hast du mir die 500 quasi abgezogen. Ah, jetzt macht das. Dann war es bei mir ein Bug gewesen. Dann tut's mir leid. Bei mir war es ein Bug. Es ging nicht. Ah, jetzt hat er mich hier hingebracht. Und ich hatte den Bug gehabt, dass er eben nicht, also mich hier nicht hingebracht hat. Lass uns etwas schneller gehen. Und dass ich hier hingelaufen bin. Sind wir ruhig, Alte. Hingelaufen bin von...
Einsamkeit. Hier den ganzen Weg entlang bis hier oben und hier oben ist irgendwo diese Festung. Und ich hatte eben diesen Bug gehabt, dass er mich nicht. Normalerweise in das Boot. Verstanden? Nee, verstehe nicht. Dass ich hier laufen musste, weil diese junge Dame nicht in das andere Boot eingestiegen ist. Und mit dem können wir jetzt rüber. Schön, wenn sich im Let's Plays quasi die Bugs in Luft auflösen. Aber es ist halt so. So, jetzt sind wir bei der Burg angelangt. Frag mich, ob die überhaupt leben. Mir ist egal. Hey, also, bevor wir da reingehen. Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mich so weit gebracht habt. Aber wenn wir erst einmal da drin sind, werde ich für eine Weile auf eigene Faust weiterziehen. Ich denke schon. Ich weiß, dass eure Freunde vermutlich jeden hier drin gerne umbringen würden. Ich hoffe, dass ihr euch etwas mehr zügeln könnt. Wenn wir einmal drin sind, seid für eine Weile ruhig und lasst mich die Führung übernehmen. Was, welche Freunde? Lady Serana ist wieder da. Öffnet das Tor! Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein. Los, ja. So, jetzt kommen die Gemäuer der Vampire. Wie könnt ihr es wagen, hier einzudringen? Moment. Serana? Seid ihr es wirklich? Ich traue meinen Augen nicht. Eigentlich sagst du noch einen anderen Satz. Mein Fürst, alle zuhören. Serana ist zurückgekehrt. Ich denke, ich werde erwartet. Das kann ich nicht glauben. Meine lang vermisste Tochter ist endlich zurückgekehrt. Mit meiner Schriftrolle der Alten, wie ich annehme. Nach all den Jahren ist das die erste Frage an mich? Ja, ich habe die Schriftrolle. Natürlich bin ich erfreut, euch zu sehen, meine Tochter. Wisst ihr es nicht? Muss ich es wirklich sagen? Ach, wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen und dann ihren Kopf auf einen Pfahl spießen. Nun verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet und befreit. Ich bin euch für die sichere Rückkehr meiner Tochter zu Dank verpflichtet. Sagt mir, wie heißt ihr? Ping, pam, pung. Ich bin Hakon, Fürst dieses Hofes. Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt haben, was wir sind. Nicht irgendwelche Vampire. Wir gehören zu den ältesten und mächtigsten Vampiren von ganz Himmelsrand. Wir lebten hier jahrhundertelang, frei von allen weltlichen Sorgen. Doch damit war es vorbei, nachdem ich meine Frau betrogen und das gestohlen hatte, was mir am meisten bedeutete. Ihr habt mir einen großartigen Dienst erwiesen und nun müsst ihr eine Belohnung erhalten. Ich kann euch nur ein Geschenk anbieten, das dem Wert einer Schriftrolle der Alten und dem meiner Tochter ebenbürtig ist. Ich biete euch mein Blut an. Nehmt es und bewegt euch wie ein Löwe unter den Schafen. Die Menschen werden erzittern, wenn sie euch sehen. Und ihr werdet den Tod nie mehr fürchten. Dann werdet ihr Beute sein, wie alle Sterblichen. Ich werde euer Leben dieses eine Mal verschonen, aber ihr werdet aus dieser Halle verbannt werden. Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Dies ist die Macht, die ich euch anbiete. Nun trefft eure Entscheidung. Ich nehme es eh an. Schweigt still. Endlich erwacht? Sehr gut. Spürt ihr, wie die Kräfte in euch wachsen? Jetzt müsst ihr lernen, sie zu beherrschen.
Mit meiner Hilfe werdet ihr zu einem tödlichen Werkzeug, das den Sterblichen Furcht und Schrecken einjagt, wohin sein Weg es auch führen mag. Nun hört auf meine Worte und tut, was ich sage. Die wahre Macht des Blutes der Alten findet sich in der Gestalt eines Vampirfürsten. Nehmt die Gestalt des Vampirfürsten an, dann fahren wir fort. So, wir haben mal zum Vampirfürsten. Um euch in einen Vampirfürsten zu verwandeln. In dieser Gestalt könnt ihr mit der rechten Hand euren Feinden ihr Leben entziehen. Mit eurer linken Hand könnt ihr mit der Kraft der Blutmagie die Toten erziehen. Ihr könnt außerdem die Mächte der Nacht anrufen, um euch in einen Fledermausschwarm zu verwandeln und in einiger Entfernung wieder zu erscheinen. Wenn eure Magikervorräte verbraucht sind, könnt ihr landen und kämpfen, wie es die wilden Tiere tun. Tut dies, dann machen wir weiter. Ich habe meinen Teil der Abmachung gehalten. Da, gut. Zu Boden seid ihr schwächer, weil ihr euch nicht der Blutmagie bedienen könnt. Die Kräfte der Nacht stehen euch jedoch noch immer zur Verfügung. Und eure Klauen sind vorzügliche Waffen. Mit der Zeit werden eure Kräfte zunehmen. Und ihr werdet neue Wege entdecken, eure Begabungen einzusetzen. So, hier kommt der neue Skilltree. Da ist mal ganz wichtig, man kann hier nicht die Skillpunkte vom normalen Level nehmen. Ihr kriegt hier Skillpunkte dadurch, wenn die Leute eben mit dieser, wie ihr gesehen habt, diese rote Fähigkeit in der rechten Hand eben tötet und das Blut aussaugt. Und ihr müsst immer mehr Blut aussaugen und eben Leben erziehen, um eben schneller an Punkte zu kommen. Daher könnt ihr es nicht mit normalen Punkten kompensieren. Ihr müsst also mit dem Vampirlord spielen und eben das Blut entsaugen. Das geht auch nur überwiegend bei Leuten, die eben, wie sagt man, schlafen. Da könnt ihr euch dann quasi nähren. Das geht nur damit. Ja. Ich finde ihn zwar, er sieht nicht so überlied hübsch aus, aber ist trotzdem lustig. Wichtiger Punkt, er ist mega stark mit seiner Aussaugfähigkeit, kann Tote wiederleben. Und er kann sich so quasi wegporten mit seinen Fledermäusen. Und ganz wichtig ist, wenn er diesen Flugmodus ist, kann er auch über Wasser gleiten. Also eben, man kommt schneller durchs Wasser eben oder übers Wasser besser gesagt, als wenn ihr immer schwimmen müsstet oder ringsherum gehen müsstet. Und um euch zurück zu verwandeln, die Q-Taste drücken, also euer Ferret-Menü öffnen und auf Zurückverwandeln drücken. Solltest du. Viel zu lernen. Macht das jetzt nicht. Doch wenn ihr die Kräfte eines Vampirfürsten beherrscht, können euch nur wenige Gegner widerstehen. Wähl dir deine Kräfte, ja. Was denn? Eines müsst ihr noch wissen. Tötet ihr Sterbliche, indem ihr ihnen das Leben entzieht, erhaltet ihr neue Kräfte der Nacht und Blutmagie. Solltet ihr wie ein gemeiner Vampir den Einfluss der Sonne lindern wollen, so halte ich immer einige Diener in der Burg dafür bereit. Das ist alles, was ich euch beibringen kann. Ja. Wenn ihr eine Lektion wiederholen wollt, braucht ihr es nur zu sagen. Ich habe eine Aufgabe, die euch... Gut. Geht und sprecht mit Garan Mareti. Sagt ihm, dass die Zeit gekommen ist. Er wird es verstehen. Okay, dann wird es eben... Nein, so war das nicht gemeint. Okay, jetzt eben Q. Genau, und jetzt eben die Fuß-Tavu-Taste drücken und dann wird man zurückverwandelt. Müsst ihr an sich auch machen, weil ihr kommt nicht durch jede Tür mit dem Ding. Und ihr könnt auch nicht mit jemandem reden. Also, jeder guckt euch so ganz schräg an. Ist doch cool, wenn sie euch alle schräg anschauen, aber eben ja. Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich keinen Bug hatte. Aber was danach kommt, da hatte ich eben den Bug gehabt. Aber eben, ja, das waren die ersten Schritte im neuen DLC, der rund 20 Euro kostet, beziehungsweise bei der Xbox Live
1600 Punkte. Ihr seht ja gerade die PC-Edition. Wisst ihr wahrscheinlich, ja. Ja, das waren die ersten Schritte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht habe ich es euch schmackhaft gemacht. Naja, ich gehe jetzt noch ein paar Menschen modeln. Bis denn.